willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich ein kurzes Update geben und euch einen schönen ersten Advent wünschen. Bleibt gerne dran! Wie ihr im Hintergrund seht, seht ihr immer noch Kartons? Ja, die Kartons stapeln sich. Es nimmt irgendwie kein Ende, so ein ganzes Haus auszuräumen. Das bedarf doch mehr Zeit, als ich gedacht habe. Aber ich komme ganz gut voran. Die Schränke leeren sich. Die werden dann demnächst auch abgebaut. Und dann werden wir es hoffentlich bis Weihnachten geschafft haben. Was noch eine Herausforderung wird, das ist das Ausräumen des Kellers. Das steht uns auch noch bevor. Was auch immer etwas auffällt, das sind beispielsweise Fotos, die man wiederfindet. Und dann schwelgt man eine Zeit lang in Erinnerungen. Und es kommt sehr viel zusammen, das sich im Laufe der Jahre angesammelt hat. Ich bin in diesem Haus hier auch aufgewachsen, denn es ist mein Elternhaus. Wer meine vorherigen Videos gesehen hat, der weiß, dass meine Tochter und ihre Familie das Haus ab Januar übernehmen. So bleibt es in der Familie und das macht mich froh. We may have it all. Up the ladder, down the wall. Different mysteries. Full life mixed with tea. We are happy most of the time, and we get along better than fine. Zwischen all den Kartons bleiben uns nur schmale Gänge, durch die wir momentan gehen können. Und manchmal habe ich das Gefühl, als würde ich mein Leben wegpacken, zumindest einen Teil davon. Aber auch das ist wahrscheinlich immer so, wenn man umzieht. Und all die Bilder und Erinnerungen, die ich in diesem Haus erlebt habe, und ich denke, dass ich ja auch noch einiges hier erleben werde, ja, das bleibt in meinem Herzen ganz fest verankert und das werde ich überall mit hinnehmen, egal wo ich bin. Mit Weihnachtsschmuck kann ich in diesem Jahr gar nicht mehr großartig dienen, denn den haben wir vor 2 Wochen mit nach Schweden genommen und da liegt er jetzt. Ich bin aber jetzt hier und kann nicht schmücken, aber ist auch nicht so schlimm. Dann wird es dieses Jahr halt etwas schlichter ausfallen. Im nächsten Jahr kann ich dann doppelt und dreifach wieder schmücken und alles nachholen. Ja, und wir haben auch sonst sehr viel um uns herum. In der vergangenen Woche sind Christian und ich wieder Oma und Opa geworden. Unser 3. Enkelsohn wurde geboren. Das ist natürlich immer eine ganz besondere Freude und dann auch schön, wenn man zu der Zeit dann gerade auch in Deutschland weilt, da wir ja zurzeit hin und her pendeln. Aber ich denke, jeder von euch, der schon umgezogen ist, der kennt das. Zwischendurch hüte ich auch mein mittleres Enkelkind, den Liam, der mittlerweile 9 Monate alt ist. Der ist jetzt so richtig kräge und das macht richtig viel Spaß, ihn zu beobachten und mit ihm zusammen zu sein.
Neben all dem versuche ich natürlich auch noch zu arbeiten. Das mache ich meistens ganz, ganz früh morgens oder eben abends spät nach dem Kistenpacken und Aufräumen. Ja, zurzeit laufen meine Schreibkurse. Das macht mir richtig viel Spaß. Die nächsten Kurse starten im Februar. Wer also Lust hat, daran teilzunehmen, kann gerne auf meiner Homepage nachschauen und sich anmelden. Ich freue mich über jeden und jede, die dabei ist. Ich wurde jetzt auch schon vermehrt gefragt, wann mein nächster Schwedenroman herauskommt. Ja, mein aktueller Roman ist ja gerade erst erschienen vor einem Monat, aber ich verspreche euch, im nächsten Jahr wird es einen neuen Schwedenroman geben. Der steht auch soweit von der Idee her, aber vor Januar werde ich das nicht schaffen, mit dem Schreiben zu beginnen. Und da ich auch hier im Sauerland von Wald umgeben bin, erhole ich mich im Wald auch am besten. Bei langen Spaziergängen alleine, mit dem Hund oder mit der Familie. Was für andere Yoga ist, das ist für mich das Stricken. Gerade habe ich mir eine Jacke aus Alpaka-Wolle hergestellt und bin schon dabei, mir die nächste wärmende Winterjacke zu stricken. Ja, das war ein kurzes Video aus dem heutigen Kistenchaos. Ich wünsche euch einen ganz tollen ersten Restadvent und eine schöne erste Adventswoche. Und sage bis zum nächsten Video. Hey da und tschüss.